Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und nun wird oft Bilanz gezogen. Wie hat sich 2014 entwickelt? Diese Frage stellt sich auch das Künstlerhaus, die Halle für Kunst und Medien. Das Künstlerhaus ist ja der schönste White Cube, den es in der Steiermark gibt, und ich habe daher vor einigen Jahren entschieden, dass wir dieses Künstlerhaus wieder auf einen Stand eines Ausstellungshauses des 21. Jahrhunderts bringen wollen. Wir haben in die Architektur investiert, das Haus ist völlig neu renoviert worden, wir haben einen neuen kulturpolitischen Auftrag formuliert und es gibt eine neue Trägerschaft durch den Kunstverein Medienturm, Sandro Droschl und sein Team, der hier eine sehr, sehr positive Programmatik abarbeitet. Wir wollen gerade junge Künstlerinnen und Künstler besonders unterstützen, zeitgenössisch sich hier zu präsentieren, aber auch jene nicht zu vergessen, die hier viel dazu beigetragen haben, dass es zum Künstlerhaus gekommen ist, unsere Künstlervereinigungen. Und ich glaube, sowohl die Jungen wie auch die Künstlervereinigungen fühlen sich hier sehr, sehr wohl. Und wenn das dann insgesamt noch gelingt in einem internationalen Kontext, dann kann man mit Fug und Recht davon sprechen, dass hier die Übung gelungen ist. Die Generalsanierung brachte große Veränderungen mit sich, doch die Entwicklung ist gut. Die Position als anerkannter und auch internationaler Kunst-Hotspot soll nun gefestigt werden. Der Plan für 2015 steht. Das Ziel ist, das Künstlerhaus als Halle für Kunst und Medien international und regional zu verankern, es in seiner Positionierung weiter auszubauen und es wirklich zu schaffen, in Eigenproduktionen von Künstlern die Gegenwart aktuell zu spiegeln. Und so wird an der Zukunft der Ausstellungshalle gearbeitet. Und das mit guten Aussichten.